Hi Leute und willkommen zurück zu God of War. Wir sind jetzt unterhalb der Höhle von der Hexe. Und wir werden uns jetzt mal den Weg frei sprengen. Hier ist jetzt auch ein Portal zu dem Schmied hin erschienen, was vorher nicht da war. Tschüss! Ich weiß, sie ist sehr mächtig, aber glaubst du, sie kann einen Kopf zum Leben erwecken? Ich glaube, sie versteht ihr Handwerk und wir haben nichts zu verlieren. Wenn sie den Kopf nicht erwecken kann, können wir ihn dann behalten? Nein, aber du kannst ihn an die Fische verfüttern. Klingt gut. Okay, oben wurde der Kristall auch zerstört. Nee, doch nicht, das ist noch mal ein anderer. Bereit machen! Über gegen das Monster hier! Kann doch nicht! Ja. Gegner, die blocken. Ich bin jetzt bereit. Warum hat er denn so oft daneben geschossen? Los da! Aha, sehr schlau. Gegner erledigt. So komme ich zu den Ton hin. Und hier ist eine... Ich wette, hier geht's raus. Ausgang. Ein Zettel hier, noch zwei. Ach so, ist das für draußen? Wir haben ja, wo wir mit dem Boot draußen unterwegs waren. Wir haben so eine Stelle gehabt, wo man aus dem Berg rauskommt. Ein bisschen weiter höher. Kehrt um, Asen. Die Götter sind hier wohl nicht willkommen. Wo wir aber nicht weitergekommen sind. Kommt man hier da raus? Da! Ich hoffe, er kennt uns noch. Nee, das ist... Das ist wohl ganz anders. Ja. Gleich nochmal ganz anders. Ah, sehr schlau. Ja, er lauft doch nicht weg. Junge. Ja. Gut zu wissen.
Also hier kommen wir direkt zur Hexe wieder hin. Ich will aber unten... natürlich den ganzen Stuff holen. Da sind ja drei Truhen. Ja, drei. Und was? Ich wette, hier geht's raus. Wo bist du schon wieder? Wenn ich die anfasse, bin ich dann tot? Hey, damit kann man nicht nur die Muspelheim-Rune lesen, es birgt auch die Weltenrune. Sollen wir in die Feuerwelt reisen? Okay. Das war das Ding, was man von dem Überstand gesehen hat. Von hier. Wo ich nicht wusste, was das ist. Wir müssen jetzt nochmal hier hin, nehme ich an. Nee, ist. Okay, dann können wir komplett runter. Links müsste eine Kiste sein. Toll! Ich sollte noch eins geben. Lobster! Ups. Ich brauche so ein Kristall zum Sprengen. Irgendwo knistert so ein Kristall, aber... aber ich sehe nicht wo. Okay, da vielleicht. Das ist nochmal so eine abgeschlossene Tür. Okay. Wir bräuchten nur ein Kristall und müssen den draufwerfen. Oder ist... Aha, da. Null. Fällt dir dahinter, willst du mich verarschen? Herr Bengel, komm doch da weg. Er verarscht mich. Verarscht mich. Über das Ziel hätten sie ihm noch besser beigehen können. Ha!
Atreus, folge mir. Tut mir leid. Also wir brauchen ein Symbol. Wie kommen denn damit darüber, wenn wir da jetzt durchgehen? Wir brauchen etwas, um da durchzukommen. Sieh her. Noch eine Karte, super. Boah, noch eine Kiste. Mit einer Schatzkarte drin. Mach dich bereit! Unsere Gegner sind stark. Nee, nervig. Nervig und geben verdammt wenig Loot. Ganz einfach. Genau, hier hey, waren wir mit dem Schiff. Ich glaube, Schiff. Da oben ist noch eine von diesen Sandschalen, in die ich die Runen gemalt habe. Ich weiß nur nicht, wie wir sie erreichen können. Ich auch nicht. Ich sehe etwas da oben. Da oben! Siehst du? Nein, das... Soll ein Lichtkristall sein in Mitte? Nein. Hä? Ah. Auf jeden Fall müssen wir da rankommen, wie das aussieht. Oder? Ja.
Nee, doch nicht, ne? Klettert er hier doch nicht hoch? Ich hätte gedacht, er würde da dran hochklettern. Oder meint er da hinten? Ja. Nö. Nö, nö. Das ist auf jeden Fall was zum... Da komme ich trotzdem nicht hoch. Wenn man den Ding nicht hochklettern kann. Was meint der denn mit oben? Mit Hilfe komme ich bestimmt. Da können wir das Ding doch ziehen. Ich muss hier erst frei machen und dann ran. Okay. Also, das ist viel zu weit zum Springen. Hopp. Das wird lustig. Pass da! Es ist eine. Es ist noch eine von diesen Sandschalen. Auf der Seite von dieser hier stehen andere Runen. Was bedeuten sie? Noch ein Rätsel. Füttere mich nicht, ist's dein Ende auch. Gib mir zu viel, bleibt nichts als Rauch. Vielleicht ist die Antwort wieder in der Nähe zu finden. Ha, jetzt kann ich sehen. Da steht Feuer. Na klar. Wow. Plätze tauschen. Krähenschwarm, Runenbeschwörung, beschwört ein Krähenschwarm, okay. Oh, der macht gut Schaden anscheinend. 128 erklingt sie. Also, cool down. So, uns fehlt aber immer noch ein Symbol.
das letzte Symbol für die olle Truhe. Ah, dann vorbeigelaufen. Das sollte klappen. Straight dran vorbeigelaufen, halt. Nur noch mein Horn für die Rage-Leiste. Atreus, hier! Ja, Vater! Achso, wir kommen so gar nicht mehr in ihr Haus rein. Deshalb war der andere Weg da hinten. Wie geht es dir, Chauli? Ist die Hexe hier? Was ist das für ein Name? Er hat gesagt, dass er so heißt. So klang es in meinem Kopf. Chauli. Kannst du das lesen? Jawohl. Say the Needings über jeden Eindringling. Hier sind wir ja hergekommen, oder? War das das? Glaube. Ja. Wo wir das erste Mal hergekommen sind, sind wir da lang gekommen. Halt, stopp. Lies vor. Ja, Vater! Tod dem Rabengott, Fürst der Gehängten. Direkt hinter mir! Ich bin noch nicht so weit! Brokkoli! Dann los! Ja!
Okay, diese komischen Kugeln sind mir noch ein Rätsel. Aha. Ich habe ihn irgendwie gehört, aber ich weiß nicht wo. Irgendwo wieder steht das irgendwo wieder, was man drücken muss. Also welche Zeichen. Das hier ist auch wieder so ein Ding. Ich könnte schwören, man muss da mit diesem Strom drauf. Bengel. Aber da passiert irgendwie nichts. Da sind zwar Zeichen, aber... Gut. Das sind nur zwei. Ich habe auch keine Ahnung, welche dann da richtig sind. Ehrlich, wenn es hier irgendwo gezeigt ist, dann sehe ich es wieder nicht. Da muss ich wieder später gucken. Aha. Hier, Junge. Hier steht noch was. Ich kenne diese Runen. Das ist Windr. Wind muss zu der Sandschale da unten gehören. Okay. Was steht da? Falke, Habicht und Fasan schwimmen im luftigen Ozean. Ah, Wind. Wind. Es ist was passiert. Sturm des Hirsches, Beschwörung. Wir kriegen gleich noch mal eine neue. Nö, ist einmal zu weit. Ach, der Knockback, alles offen in der geraden Richtung. Können wir mal ausprobieren. Hier liegt was. Okay, dann gehen wir rein. Wir haben einen Kopf abzugeben. Vater, sie ist hier! Es ist so schön, dich wiederzusehen! Ich wusste, du bist nicht tot. Hallo! Oh, kannst du einen Kopf wieder erwecken? Ich weiß nicht, ob ich verstehe, was... Halt! Woher hast du die? Die Pfeile! Gib sie mir her! Sofort! Sie waren ein Geschenk! Tu, was sie sagt, Junge.
Diese Pfeile sind gefährlich. Böse. Findest du mehr davon, zerstöre sie. Verstanden? Hast du das verstanden? Sag es! Hab's verstanden. Wenn ich sie sehe, zerstöre ich sie. Mehr will ich gar nicht. Vergib mir. Bitte, nimm stattdessen meine Pfeile. Ich brauche sie nicht länger. So. Wie war das mit dem Kopf? Weißt du überhaupt, wer das ist? Hast du ihn getötet? Auf seine Bitte. Er sagte, du kannst ihn beleben. Ich? Habt ihr das richtig verstanden? Bitte. Bring ihn zu dem Tisch. Hey, Emily. Ich habe die alte Magie schon lange nicht mehr praktiziert. Halt ihn still. Schauen wir mal. Zum Glück ist sein Kopf nicht sehr verfault und sein Hirn intakt. Schöner glatter Schnitt. Gerade seinen Kopf abzuschneiden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Tauche jetzt seinen Kopf ins Wasser und lass nicht los. Tu es. Das genügt. Es hat geklappt. Lass mal sehen. Mimir, bist du da? Ja. Gut. Hallo, Freya. Eine Weile her. Siehst gut aus. Ich habe das nur für sie getan. Mir persönlich gefällst du tot wesentlich besser. Ich würde mich verbeugen, Majestät. Vergib mir. Aber hätte ich gewusst, dass die Hexe aus dem Wald Freya ist, hätte ich das nicht vorgeschlagen. Freya? Die Göttin Freya? Ihr wusstet es auch nicht? Tut mir leid. Wird bekannt, dass Mimir frei ist, lässt Odins Zorn nicht lang auf sich warten. Du bist eine Göttin. Einst Anführerin der Vanen, ja. Aber nicht mehr. Hättest du mir das nicht sagen sollen? Möchtest du mir wirklich einen Vortrag darüber halten? Wir gehen, Junge. Aber... Jetzt! Gern geschehen! Was sollte das denn? Wir können ihr nicht trauen. Weil sie eine Göttin ist? Habe ich dir nichts beigebracht, Junge. Aber sie hat uns sehr geholfen. Sie hat gelogen. Manche Leute schützen ihre Privatsphäre. Urteile besser nicht darüber. Wenn ich deinen Rat brauche, Kopf, frage ich dich. Auch gut. Bringt mich zu Tyrs Tempel im See der Neuen und ich bringe euch wie versprochen nach Jötunheim. Wir kennen den Tempel. Was ist dort? Nur der letzte lebende Riese in Midgard. Wer könnte uns besser den Weg sagen? Die Weltenschlange? Weißt du, wie man mit ihr reden kann? Jawohl, die Schlange spricht eine vergessene Sprache. Viel älter noch als diese Berge. Niemand in Midgard kann sie mehr sprechen. Außer mir. Wirklich? Es stimmt, man sieht es der Schlange vielleicht nicht an, aber mit Jörmungandr lassen sich tolle Unterhaltungen führen. Okay, dann machen wir für hier Schluss und dann sehen wir uns denn beim Tempel wieder. Ich werde nochmal gucken, ob ich diese Truhe aufbekomme, die sie da im Garten oben drauf hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.